Oh Mann, na, das kann jetzt einen Tanz auf, keine Ahnung, auf irgendwas geben. Klar, Diesel und Shawn Michaels, die Klick auf jeden Fall verdammt schwer zu besiegen. Die beiden haben ja auch schon um die Tag-Team-Titel angehalten, haben aber leider ihn nicht gewinnen können. Und ich glaube, von Shawn Michaels, die Brille hängt da schief, wenn man mal so guckt. Jetzt sagt nicht er, weil er auch seinen Kopf schief hält. Nee, echt, da müsst ihr euren Kopf mal neigen, dann ist die Brille wirklich schief. Naja, mir soll's egal sein. Einfach mal Lucky Lucky machen. Na, Shawn Michaels und Big Daddy Cool Diesel gegen die Nice Guys. Chris Sabin und Chuck Taylor. Das könnte schwierig werden, aber es ist nicht unmöglich. Wenn zum Beispiel Namrail und La Parka gegen King Kong Bundy und den Giant gewinnen können, dann können die beiden auch gegen Shawn Michaels und Diesel gewinnen. Und Chris Sabin ist ja sowieso das höchste aller Gefühle derzeitig. Er konnte endlich gegen La Parka gewinnen. Ja gut, Chuck Taylor, sein letztes Match hat er verloren gegen Hello Wicked. Aber ich finde gut, dass endlich mal wieder ein bisschen Tag-Team-Action hier drin ist. Damit meine ich natürlich auch vergangene Parts. Aber da war ja eine Zeit lang überhaupt kein Tag-Team. Ja gut, das lag auch daran, weil keine Teams von mir mehr da waren. Ich sag, das habe ich ja ausgeschaltet, dass die Teams sich trennen oder sich neu finden, weil wenn man das einzeln machen könnte, also neue Teams formieren sich, das würde ich anlassen, aber dass sie sich trennen, das finde ich scheiße, weil das macht eine Heidenarbeit. Erstmal die alle zusammen dann den Einmarsch machen und bla bla bla. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das frisst schon Zeit und wenn dann alles mit einmal weg ist, dann ist das verlorene Zeit. Schöner Center nach draußen, meine Herren, was kriegen wir hier geboten von Kentucky irgendwas? Kentucky Bertelsmann oder was da immer auf den Arsch drauf steht. Auf jeden Fall Chuck Taylor und Chris Sabin arbeiten bisher sehr gut zusammen. Ja, da kommt der Wechsel und da kontert Shawn Michaels und haut ihm die Rübe zusammen. Oh, Tag jetzt auch auf Seiten Shawn Michaels und Diesel. Oh, Diesel, der kann natürlich hier alles rumreißen. Größentechnisch weit überlegen. Nochmaliger Konter. Big Boot und Chris Sabin streicht die Segel weiß. Oder schwarz. Auf jeden Fall nicht Silber. Ah, die dritte auf jeden Fall, die wirken, weil die sind nicht gerade einer der schnellsten. Aber wenn der mal einen Schlag landet, ist das so, als wenn Chris Sabin 10-mal zuschlägt. Oder Chuck Taylor. Und er macht es auch genau richtig. Er geht auf die Beine los. Von dem langsamen Mann die Geschwindigkeit noch mehr einbüßen lassen. Wie auch immer. Erstmal nach draußen. Peaks! Und da kommt er rangeflogen. Und ein Russian Leg Sweep. Oh, Chuck Taylor möchte rein. Ja, und tu mir nochmal den Gefallen, aber. Ja, ich wollte eigentlich Double-Team zu machen. Egal. Dropkick. Oh, Splash, aber der ging da hinten los. Da wollte erst Chuck Taylor gleich tun. Ich hätte diese Linie jetzt zurück in den Ring schmeißen müssen. Ach, Shawn Michaels ist auch da. Na schön, dann lassen wir Chuck Taylor jetzt mal rein. Er zeigt gleich sofort einen Neckbreaker. Und
Auf jeden Fall, die beiden verkaufen sich hier nicht schlecht, muss ich sagen. Sehr, sehr gut hier unterwegs, die beiden. Okay, komm, habe ich gesagt, geht der scheiß Linken los. Neckbreaker jetzt von Big Daddy Cool. Und ein Augenkratzer. Ein Elbow in den Rücken, eieieiei. Was tut doch weh. Und da gibt's den Finisher. Von Chuck Taylor gegen Diesel. Reicht's? Nein, Diesel kommt noch mal raus. Und Chuck Taylor nimmt sich jetzt erstmal Shawn Michaels vor. Kriegt aber einen Augenkratzer. Ah, das hat er wahrscheinlich irgendwie gemerkt, dass sich Diesel da jetzt von hinten angeschlichen hat. Ich würde den beiden mal empfehlen, also hier unser Nice Guys, häufiger zu wechseln. Also können sie den großen Jungs richtig gut rankommen. Häufiges Wechseln. Mal kurz ausruhen. 4, 5 Aktionen zeigen. Wieder wechseln. Wo kriegt man so große Leute klein? Und Konter von Chuck Taylor und Chris Sabin ist jetzt wieder der Mann der Stunde. Ja, und wir sind wieder am Anfang des Matches mit Shawn Michaels gegen Chris Sabin. Und schöne Kopfschere. Schön hoch durchgezogen. Ah, da tritt Shawn Michaels zurück. Der Heartbreak Kid strikes back. Oh, mit Cover. Ah, da kommt Chris Sabin aber raus. Ein Roller. Nein. Rope Break. Jetzt mit Shawn Michaels. Ah, der hat jetzt Höhenwasser. Erst raus, dann wieder rein. Mit einem Suplex. Also ich dachte, er will wechseln. Nein, er zeigt einen Sharpshooter. Oh Mann, wenn Chuck... Ja, ich wollte schon gerade sagen, wenn Chuck Taylor jetzt nichts macht. Ach, das war gar kein Finisher. Ja, da hätte jetzt Shawn Michaels besser aufpassen müssen. Chuck Taylor haut erstmal Diesel runter. Na, das wäre es ja jetzt gewesen, wenn das jetzt eine Entscheidung gebracht hätte. Aber erstmal gibt es einen Suplex mitsamt Cover. Ja, und da darf diese wieder mal gehen. Na, die wollen diese, glaube ich, vom Ring fernhalten. Aber einen Shawn Michaels zu besiegen ist auch eine Kunst für sich. Puh, da hat ihr so Glück gehabt. Backbreaker von Chuck Taylor. Chuck Taylor, nicht der Offizielle im Ring, von daher nicht ganz legal, diese Aktion. Aber was will man machen? Er hat sie gezeigt. Oh, Konter! Umgedreht! Und DDT. Ja, und jetzt gibt es erst einen Hot Tag. Und Chuck Taylor ist richtig aufgedreht jetzt. Und ich weiß gar nicht, wo der Junge seinen Signature hat. Hm, was hat er den denn? Achso, ganz normal. Ja, dieser umgedrehte Codebreaker. Oh, Finisher gekontert nach Prostmahlzeit. Ah, der Inselkiri geht daneben. Elbow in den Rücken. Cover. Nein, da kommt Chuck Taylor raus.
Neckbreaker. Ein paar Tritte auf die Atemwege. Das macht die Atemwege wieder frei. Ah, da kommt Shawnee Boy aber raus. Konter von Michaels, vom HBK. Ja, und er wechselt mit Big Daddy Cool. Und der fängt sich gleich einen Inzerkiri ein. Ja, mal gucken, ob Diesel jetzt die Wendung bringen kann. Ja, da wird erstmal von Chris Sabin festgehalten. Augenstecher. Und Chris Sabin geht wieder in den Ring. Mit dem Dropkick in den Rücken. Auch dieser schöne Neckbreaker. Und er geht aufs oberste Seil. Nein, das klappt doch eh nie. Man probiert das. Ja, und da soll die Jackknife Powerbomb folgen. Und sie folgt. Oh Mann, das kann es jetzt gewesen sein. Und das war's. Diesel gewinnt mit Shawn Michaels gegen die Nice Guys. In Form von Chris Sabin und Chuck Taylor. Na gut. Gleich zum nächsten Match diese Schmach gleich hier verschwinden lassen.